Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich jetzt hier mit dir in die Neumondenergie vom 16.8. zu schauen. Ja, wir haben Mitte des Monats und wir haben einen Neumond in der Mitte des Monats. Wir hatten zu Beginn einen Vollmond und wir haben zum Ende des August auch nochmal einen Vollmond. Und hier jetzt, ja, ich habe so das Gefühl, eine Initiation, eine Initialzündung, keine Ahnung. Auf jeden Fall öffnet der Neumond hier Raum für einen neuen Samen, für einen neuen Zyklus in deinem Leben. Und ich möchte jetzt gern mal schauen, was sich hier für dich zeigen möchte. Also, welcher neue Same möchte jetzt gelegt werden? Welche Angst liegt vielleicht noch im Unbewussten und darf erkannt werden? Und auch, was ist das Thema in diesem Zyklus, der jetzt hier startet? Und wir starten jetzt auch. Bitte, liebes Wasserzeichen, denke daran, dass das Ganze hier ein kollektives Reading ist, dass das nicht für jeden passen kann, auch nicht auf jede Situation. Und das, was ich hier hauptsächlich mache, ist, ich schaue auf die Energien. Ja, und wir schauen mal auf eine Hauptenergie mit dem Work Your Light Orakel und dann schauen wir auch mit dem Tarot nochmal in einzelne Aspekte hinein. So, für den Neumond am 16.8. für die Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Welche Hauptenergie steht den Wasserzeichen hier zur Verfügung? Ah, schau mal. Ja, liebes Wasserzeichen. Tiefe Regeneration, Rückzug, Auszeit, gehalten werden, in dir gehalten sein. Vielleicht hast du einen Urlaub geplant, der jetzt schon bald ansteht. Vielleicht, guck mal, wir haben ja auch hier so etwas ähnlich wie Neumond mit drauf. Vielleicht hast du auch für dich jetzt hier eine gewisse Zeitspanne ausgesucht, wo es darum geht, in dir anzukommen, wo es darum geht, deine Kräfte zu aktivieren, wo es darum geht, ja, dem in dir zu begegnen, was halt gerade Regeneration oder Heilung braucht. Vielleicht wirst du auch vom Leben dahin geführt, dass du jetzt dir hier eine Auszeit nimmst. Das kann eine Auszeit sein, das kann wirklich auch ein Rückzug sein. Vielleicht machst du hier Detox, eine Kur, vielleicht hier mal Fasten, Social Media Fasten wäre auch eine Möglichkeit. All das, was dich immer wieder zu dir zurückbringt und was deine Kräfte in dir wieder aktiviert, deinen Fokus auch wirklich bei dir zu halten. So, wir schauen mal mit dem Tarot jetzt mit 9 Karten, wie sich das Ganze hier zeigen möchte. Für die Wasserzeichen bitte, für den Neumond am 16.8. Welcher Same möchte gelegt werden? Welcher Zyklus beginnt hier? Wie möchte sich die Regeneration, Heilung zeigen? Wir möchten eigentlich keine umgedrehten Karten. Und ja, was ist hier Thema für die Wasserzeichen? Ja, so, die lassen wir mal hier liegen, die 9 Münzen, die hat sich hier vorwitzigerweise rausgedrängelt. Hier geht es um deinen Selbstwert, hier geht es um in dir ankommen, es geht um Ernte, es geht darum,
ja, das mal zu betrachten, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast, was du dir erarbeitet hast, um das jetzt auch ja auf tieferer Ebene genießen zu können. Hier geht es auch um Genuss. So, ich packe mal die Karten, die wir hier brauchen, auf den Tisch. Alle verdeckt und wir schauen uns die gleich gemeinsam an. Doch bevor wir die jetzt umdrehen, schauen wir uns mal die Unterseite des Stapels an, was wir hier haben. Oh, die 10 Kelche. Schau mal, wie schön. Geliebt, getragen, gehalten werden. Gehalten in Liebe. Falsch geatmet. Vielleicht geht es hier auch um Gemeinschaften, um Seelengemeinschaften, Seelenverbindungen, in denen du dich gesehen fühlst. Vielleicht machst du auch einen Urlaub, eine Auszeit, ein Retreat, wo wirklich hier diese 10 Kelche, also wo wirklich dieses gehalten sein eine Rolle spielt. Wir schauen mal, was sich hier zeigt. Was ist das Thema? Darum geht es jetzt. Der Page der Stäbe. Eine neue Reise steht an. Und schau dir den an, wie vorwitzig der da in die Welt lacht. Der hat hier sein Päckchen und sieht sogar fast aus wie ein Brief. Vielleicht ist das auch ein Bote, vielleicht kommt da auch eine Einladung zu dir, ganz unverhofft. Eine Einladung zu einer Reise, zu einem Wochenende. Retreat hatte ich schon als Wort. Auch vielleicht eine Reise zu dir selbst, in dein Inneres. Aus welcher Energie kommst du? Auf jeden Fall haben wir hier den Pagen der Stäbe. Der ist so ein bisschen so diese Aufbruchstimmung, eine neue Reise. Ja, so auch neugierig. Du kannst genauso gut diese Reise nach innen unternehmen und auch da neugierig und aufgeregt sein. So, aus dieser Energie kommst du. Der Mond, ja. Hier zeigen sich nochmal oder haben sich Ängste gezeigt und als Wasserzeichen bist du ja hier wirklich in der Tiefe verbunden mit dem Mond, mit den Zyklen des Mondes. Ja, da brauche ich dir jetzt hier auch nichts erzählen. Der Mond führt dich immer in die Tiefe und tiefe Regeneration, ja, wo findet die denn statt? Nicht an der Oberfläche, nicht da, wo das Wasser schön glatt ist, sondern in der Tiefe, wo es dunkel ist, wo es vielleicht schlammig ist. Und da gilt es hinzuschauen, da gilt es auch mutig zu sein und diesen Forschergeist, den der Page der Stäbe hier auch mitbringt, auch nochmal zu aktivieren. Wobei, das ist ja die Energie, aus der du kommst. Also du bist da schon durchgegangen, vielleicht in der Tiefe noch. Und jetzt geht es dann hier auf zu neuen Ufern. Vielleicht spielen auch die beiden Vollmonde für dich eine besondere oder zentrale Rolle. Was ist in der Vergangenheit, was sich auflösen darf? Oh, ein König der Stäbe. Ein König der Stäbe, der sich hier verabschieden darf, der hier losgelassen werden darf. Das kann ein Feuerzeichen sein. Das kann aber auch dein immer präsent sein, da sein und aktiv sein, was hier losgelassen werden darf. Der König der Stäbe, der ist Aktion pur. Und mit den 9 Münzen haben wir hier eher so diese Energie in dir ruhend. Also nicht mehr so viel im Außen, sondern mehr nach innen gehen, mehr diese eigenen Zyklen betrachten
und auch darauf hören. Es geht um Regeneration hier mit diesem Neumond. Wir schauen mal weiter. Ich denke, das Bild wird sich öffnen, wird sich entschlüsseln. Was ist denn hier die weitere Entwicklung? Ja, das Rad. Es geht um die Zyklen. Es geht um die Zyklen des Lebens. Es geht um die Aktivität. Es geht darum, dass du vielleicht in der Vergangenheit wirklich sehr aktiv warst und dass dir deine Seele jetzt einfach auch sagt, mach mal eine Pause. Und in dieser Pause bist du nicht passiv oder dass du da nichts tust. Es ist nur ein anderes Tun, es ist mehr ein Sein. Und aus diesem Sein heraus bewegen sich die Zyklen in einer neuen inneren Harmonie. Also die Mondreadings sind sehr interessant, muss ich schon wirklich dazu sagen. Was ist neu und darf sich stärken? Ja, die Königin der Kelche. Du darfst dich stärken, du darfst dich regenerieren. Du darfst wirklich hier deinen Platz einnehmen. Und ich habe eben auch schon das Gefühl gehabt, dass das nicht nur eine Person im Außen ist, sondern dass das dein, ja, auch Aktionismus ist, immer vorne dabei zu sein und alles zu tun und dann wieder das, was Neues, etwas abschließen, was immer so, weißt du, so dieses in Bewegung sein. Und die Königin der Kelche, die empfängt in der Stille, in der Regeneration, die ist verbunden mit den Zyklen des Mondes, die ist in sich ruhend, in sich genährt. Hier die 10 Kelche, die der Königin der Kelche hier, das Wort ist spannend, zu Diensten sind, die dich hier nähren, die dich unterstützen auf einer inneren Reise. Ich glaube wirklich, liebes Wasserzeichen, dass hier eine neue innere Reise initiiert wird. Deine Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte, die 3 Stäbe. Und ich glaube, dass das hier eher die Hoffnungen sind, anstatt die Ängste. Denn hier zeigt sich, dass du auf einer tieferen Ebene bereit bist. Bereit für die nächsten Schritte, bereit für eine neue Reise, bereit für eine Regenerationsreise, die dich mit deiner Tiefe verbindet und die dich viel mehr mit dem Sein verbindet. Ich glaube, es geht hier nicht mehr um puren Aktionismus, sondern einfach ums Sein. Dass du so sein darfst, wie du bist, dass du nochmal mehr deine eigenen Rhythmen auch erkennen darfst. Und auch wenn du in der Vergangenheit viel gearbeitet hast, dann spürst du in dir immer mehr diesen Drang dazu, einen neuen Rhythmus zu finden. Jetzt erstmal eine Pause zu machen und dann mit den nächsten Schritten weiterzugehen. Denn die 3 Stäbe sagen auch, du bist bereit hier. Du bist bereit zu empfangen. Du bist aber auch bereit, dann wieder etwas in die Welt zu geben. Die Entwicklungschance, die sich hier zeigt, deine Stärke, sehr kraftvoll hier, liebe Wasserzeichen, dein Mut, deine Stärke. Hier geht es auch darum, den inneren Dämonen nochmal zu begegnen, den inneren Ängsten. Wir haben ja hier den Mond, da haben wir sowieso auch die Ängste, die Herausforderungen, die Schatten, durch die du hindurch tauchen darfst. Und das taucht hier auch nochmal wieder auf, weil wir ja in diesen Zyklen leben, weil du durch
diese Emotionalität auch so mit dem Wasserelement, mit den Zyklen des Lebens verbunden bist. Und da steht hier eine neue Reise an. Es wird deine Kraft hier aktiviert und deine Kraft muss nicht hier König der Stäbe, so dieses Power sein. Deine Kraft kann ganz zart sein, mitfühlend, in sich ruhend, nährend, auch hier 9 Münzen, nährend. Eine neue Reise des Empfangens. Was ist denn hier die Unterstützung, die dir zuteil wird durch Spirit? Die 9 Kelche. Also sehr, sehr emotional hier. Es kann auch sein, dass mit dem Mond der Stärke, dass hier wirklich emotional ganz viel geheilt, geklärt wird, dass du wirklich in dieser Regeneration wirklich in die Tiefe tauchst, dass hier alte Emotionen, vielleicht alte Zusammenhänge sich nochmal zeigen, gerade auch in Bezug hier auf den König der Stäbe, dass sich da auch in dir Muster melden, vielleicht sogar auch eine Sehnsucht meldet. Ich glaube aber wirklich, liebes Wasserzeichen, dass es in der Tiefe hier um dich geht, dass es um diese Heilung geht, die jetzt hier initiiert werden möchte. Ich kann dir noch gar nicht mal sagen, wie sich das ganze Bild dann entfalten wird. Das liegt hier auch noch ein Stück weit im Verborgenen. Ich meine, Neumond, da strahlt kein heller Mond vom Licht. Hier wird ein Samen gesetzt. Ein Samen für eine neue Reise. Und es beginnt mit einer Reise zu dir. Es beginnt damit, dir deine Ängste, Schatten anzuschauen. Es beginnt mit einer Heilungssession vielleicht sogar in dir, weil das Rad des Lebens dich hier auf eine neue Stufe bringen möchte. Und das Ganze ist wie eine Forschungsreise, wie eine Entdeckungsreise für dich. Hin in deine Tiefe hinein. Ich meine, wir haben hier 9 Kelche, 10 Kelche. Ja, das kann die Liebe betreffen. Und es kann auch eine andere Person in deinem Leben mit betreffen. Aber schlussendlich geht es hier wirklich um dich. So, letzte Karte, das Geschenk des Neumondes. Ich bin gespannt. Wow, ich muss dir die Karte mal näher zeigen. Schau mal, die heißt hier The Mentor. Das ist der Hierophant. Ich glaube, liebes Wasserzeichen, dass du hier in dir eine tiefe, sehr tiefe, spirituelle Erfahrung machen wirst, dass dieser Neumond hier eine Verbindung zu deinen Spirits, zu deiner Seele, zum Göttlichen öffnet und dass du dafür einfach auch für dich in die Ruhe gehen darfst, dass du dir wirklich Zeit nehmen kannst für dich. Und ja, ein König der Stäbe, wenn der da im Außen noch präsent ist, lenkt der dich ab. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Klar, das ist nett, das ist wunderschön, das weckt romantische Gefühle. Aber es geht um dich. Es geht um dich und es geht um deine Verbindung zum Göttlichen, die hier auf einer tiefen Ebene geheilt werden möchte.
Ich nehme mit der Regeneration wirklich hier Heilung wahr. Und dafür braucht es diesen Rückzug. Und wenn der König der Stäbe hier, auch wenn das in der Vergangenheit liegt, aber wenn das eine Person in deinem Leben ist und ein Seelenmensch für dich ist, wird er oder sie verstehen, was du hier tust und warum du hier Zeit für dich brauchst. Wenn es kein Seelenmensch ist, dann löst sich das Thema von ganz alleine auf, weil, wie gesagt, es geht hier um dich. Es geht in der Tiefe um dich. Und dieser Neumond öffnet hier eine Pforte, ein Portal zu einer neuen Reise in Connection hier mit deinem höheren Selbst, in tiefer Connection mit dem Göttlichen. Du bist bereit, diese Energien zu empfangen. Du bist bereit, diese Reise jetzt anzutreten. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich muss mir das jetzt selber nochmal anhören. Also das ist sehr kraftvoll, was hier gezeigt wird und wie sich die Energien darstellen. Mein liebes Wasserzeichen, erlaube dir den Rückzug, erlaube dir zu empfangen und erlaube dir hier eine kraftvolle Reise zu dir selbst. Fühl dich gesegnet und geliebt. Alles, alles Liebe zu dir.